So, hallo zurück, liebe Freunde, hier zu Life is Strange. Und jetzt starten wir mit dem zweiten Kapitel nach Chrysalis und Chloe, die wir am Leuchtturm über unsere Kräfte informiert haben. Ich hoffe, es passt alles so ein bisschen. Meine Nase ist etwas verstopft, aber das soll hier in diesem Moment kein Problem darstellen. Willkommen nochmal zu Life is Strange, Episode 2. Previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! They called film Whoa. Little pieces What of the time. Fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey! Leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Düsen. Ja. Noch ein paar Minuten, bitte. Square Enix. Da sind wir wieder. Die Uni ist echt hart. Don't Nod Entertainment. Out of time. Morgen, Max. Wie zum Aufstehen? Ich weiß nicht. Es ist gerade noch so schön im Bett. So wrecked after staying up all night. I could use my rewind to catch a few more Z's, but maybe I better save my strength. Wir könnten zurückspulen, um noch ein bisschen zu schlafen. Aber wir haben ja schon in der ersten Episode gesehen, sie bekommt Kopfschmerzen, wenn man ganz zurückspult. Von daher war ihre Idee, die Kräfte zu sparen, bestimmt. Stimmt gut. Und los geht's. Ja, hallo Welt. Oh, Max. No amount of rewind will keep me clean.
I still need a shower. Whew. Whoa. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Zwei Nachrichten von Chloe. Ist Mad Max da? Wie gesagt, für dich immer. Keine Emojis? 40 Minuten im Diner, werde da sein. Verspäte dich nicht, oder ich weiß, die Zeit arbeitet gegen dich. Bekiff dich nicht so sehr wie gestern in meinem Zimmer. Auf dem Weg. Du bist fies. 40 Minuten oder sonst? Oh, Mama. Hey, Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränke sie auch nicht, Mama. Ah, ja. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Okay. Tagebuch haben wir hier, Stundenplan haben wir hier. Wir haben noch Lisa, die wir gießen müssen. Einmal am Tag, komm. Drink up. It's got electrolytes. Elektrolyte, Baby. Die Tat wird Konsequenzen haben. Okay. Selfie machen. No smiling. Take your power seriously. Ach, so ehrlich. So unfassbar ehrlich. Okay. Die Kamera haben wir noch. Den Laptop. Klebezettel. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Oh Gott. Zeittourist, Zeitreisen lustig. Die Zeit ist wie ein Fluss. Mein Kopf schmerzt nach längerem Zurückspulen, genau. So, Schrödingers Katze. Quantenverschränkung. Energie verstreut sich, wenn Partikel gleiche Distribution erreichen. Mhm. Zeit ist fragil. Gesetz der Thermodynamik. Verbrenn deine Uhr. Zeit ist wie ein Pfeil von Newton. Ist das Zurückspulen nur von der Zeit selbst begrenzt? Ah, ja, okay. Bücher. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? That's the only tourist picture. That was a good hockey game and a great man. Kristen and Fernando were die so drunk. Kennen wir schon? The Fremont Troll. Da können wir noch mal Musik machen. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the. Das kennen wir auch schon. Together and play a real game instead of drama games. Okay. Mystikkarten. Wahrscheinlich eine Anlehnung an Magic-Karten. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Ziehen wir uns doch vielleicht erstmal was an. Good morning, Close. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Da veralbert sie Victoria, das finde ich schön. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Ob ich je wieder eine Uhr tragen werde? Schön. Schöne Frage. Ansehen, was ist das? Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So summer camp. Okay, Max, let's hit the showers now. Ach, zur Dusche, okay. Benutzen. Das hatten wir gerade. Tagebuch. Können wir auch mal eben reinschnuppern. Wir haben Rachel, die ja verschwunden ist vor 6 Monaten. Chloe und Warren. Okay, out of time. Hier haben wir optionale Fotos. Okay. Ah ja, das sind wahrscheinlich Orte, an die wir gehen konnten oder auch können.
Schauen wir mal. Max Zimmer verlassen. Wir müssen zu den Duschen. Schublade hatten wir. Decke. Decke können wir noch Bett machen oder ansehen. This totally reminds me of being a kid in my room. So, I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Das kennen wir auch schon, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, einmal zur Dusche. Do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Klopfen, Anschlagbrett, Poster, okay. Hier haben wir uns ja schon mal umgeschaut. Brooks Zimmer, klopfen. No Brooke here. Okay, Brooke ist nicht da. Victoria war doch gerade in dem Zimmer gegenüber von uns. Ah, I'm Max Selfie und dann haben sie ein Scheißhäufchen und gemacht, die fiesen, gemeinen. Why would anybody even care? I thought artists helped each other. Warning, was steht da? Surveillance Cam on. Oh, Überwachungskamera angeschaltet. Two can play at this game, Moriarty. They might not believe it, but they won't be sure. Okay, hier kann ich nichts an der Tafel tun. Fine, I won't disturb you. Fine, I won't disturb you. Okay. Victoria will nicht. Kate. Will bang for God. Fies. Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Kate is an early bird. She might be up and gone. Kate is an early bird. She might be up and gone. Early bird. Mhm. Toilettenpapier. One quick rewind and I could stop this TP attack. Die Attacke verhindern. Warte mal eben. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Au! Au, warte. Da war's. Ach, verdammt, was muss ich hier machen? Was muss ich hier tun? Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Ah. Oh, now that was close. Thank you, Max. Das hätte ich auch in der ersten Episode mit dem Football machen können. Steht da wieder, diese Tat wird Konsequenzen haben, aber irgendwie... Warte mal eben. Videoeinstellungen, Bildschirmgröße, habe ich doch. Habe ich. Okay. Gut. Okay, dann haben wir... Alyssa einmal gerettet. Why, hello again, Alyssa. Damn, that was quick thinking, Max. I'm glad my psychic skills saved you from that toilet paper beatdown. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Zurück in die Zukunft, Looper oder und täglich grüßt das Murmeltier. Oh Gott, das ist... Looper ist mit Teleportieren. Zurück in die Zukunft. Und täglich grüßt das Murmeltier.
Täglich grüßt ein Murmeltier ist natürlich ein Klassiker. Ich weiß nicht, sie fragt nach Sci-Fi. Es wäre eigentlich Looper oder für mich Zurück in die Zukunft. Damals zumindest, aber... Und täglich grüßt das Murmeltier, trifft aber irgendwie uns ein bisschen eher noch, weil wir Situationen immer wieder neu durchleben. I love the idea of going back in time to fix mistakes in Groundhog Day. I barely want to go forward in time, much less go backward. I hear you, but it's all about the choices you make now. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. So, Brooke steht also auf Warren und wir stehen ihr im Weg. Oh. Hi, Dinah. Das ist diese Cheerleaderin, oder? Ach nee, oder? Brooke, hi. Taylor? Ich würde natürlich gerne hier noch eben alles abklappern. Das sind ja auch nur noch ein paar Räume. Juliette wird nicht da sein. Die steht nämlich hier. Juliette is next to me in the hall, not her room. Genau. Wollte nur mal wissen. Hallo, Juliette. Hey Max, did you check out Kate's hot video yet? Nicht cool, oder? Warum? Nee, generell. Generell nicht cool, sowas. That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Bist du sicher? Und Zachary oder Victoria? Wie steht sie denn zu Zachary jetzt? What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Oh, wunderbar. Haben wir einen bekehrt. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hast du den Schnee gesehen? Du wirkst abgelenkt. Der Schnee ist natürlich interessant. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Nein, oder später? Später. I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Findet dich bestimmt, okay. Ja, sie ist ein bisschen eifersüchtig, oder? Man könnte das so deuten. Clearly not a morning person. Kein Morgenmensch. Dann gehen wir mal zu Dana. Zeug. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So... Are you coming to the party or not? Warum nicht oder nein? Früher morgen eh und ja. Also Max und ich, wir haben da nicht so Lust zu. Warren wäre natürlich begeistert, mit uns auszugehen. Aber ich sag ab, das geht einfach gegen die Laune.
No, sorry. It's just not my thing. You came to Blackwell to discover yourself, not hide in your dorm. I won't discover myself avoiding projectile vomit from bro dudes. Thanks anyway. Yep. Anti-Baby-Pille? Interessant. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Immerhin weiß sie, wie man die Schminke benutzt, ja. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Aha, okay. Trevors Jacke. Trevor is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Okay. Papierkugel. This is both sad and pathetic. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das ist bei dir nicht nötig. Ach, das hatten wir auch schon in der letzten Episode. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. XO Logan. Logan, okay. Laptop. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. Dana Ward, Beziehungsstatus in einer Beziehung. Happy, happy, joy, joy. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Kommt raus, die Vampire, Direktor Wells lässt. Aha, wir haben alle massig Hausaufgaben. Deko-Community trifft sich nächsten Mittwoch. Genug Zeit, keine Ausreden für Nicht-Auftauchen zu finden. Lass die Monster in Blackwell von alleine. Dana, Königin der Toten. Erfreuliche Schreie. Ah, schön. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Kostümcenter. Varieté Gothic Outfits für Frauen. Größe 00 bis 20, $150. Okay, alles klar, dann haben wir es doch auch schon. Hier müsste die Dusche sein. Showers. Ah, Kate, hallo. Rachel is war. Rachel ist eine Hure. Okay. Trust no one. Tamponspender. I'm good to flow. Thanks. Ich lass es lieber laufen. Otter power? I'm so not there. Otter sind flotter. Jawohl, das kennen wir auch noch von der Sporthalle aus der letzten Episode. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Lass dich gegen Grippe impfen, bevor die Grippe dich erwischt. Das kennen wir auch schon. Hier ist doch jemand drin. Hey, Max. Ah, sie wollte mit uns reden. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Mhm. Kann ich da sonst noch was? Nee. Wie lange putzen die ihre Zähne, hör mal? Ah, naja, gut. Komm. Ab unter die Dusche, wach werden. Ah.
What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. I better get dressed and go give back Kate's book. Diese miesen Missstücke. Nachricht entfernen. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Ja, das stimmt allerdings. Ich benutze dasselbe Waschbecken wie Kate. Hello? Water? Sorry, I forgot. Kann ich das nochmal machen? Schade. ja. Dann bringen wir Kate mal ihre Werke zurück, die sie noch benötigt.